Hallo und herzlich willkommen zum Was geht ab Flash. Mein Name ist Arne und das ist passiert. Gestern, also am Mittwoch, haben die Staats- und Regierungschefs der EU in Brüssel bei einem Flüchtlingsgipfel einige Maßnahmen beschlossen. Es sollen mehrere Milliarden Euro bereitgestellt werden, um die Situation in Krisenländern zu verbessern, weswegen von dort viele Menschen fliehen müssen und auch um ihnen den Weg nach Europa schwerer zu machen. Konkret sollen Programme der Vereinten Nationen unterstützt werden, die geflüchtete Syrer in Nachbarländern, also zum Beispiel in Jordanien, versorgen. Vor allem dem Welternährungsprogramm der UN fehlt jetzt schon ziemlich viel Geld, wodurch die Versorgung eben leidet. In dem Zusammenhang hat Bundeskanzlerin Angela Merkel auch verkündet, man müsse auch mit dem syrischen Machthaber Bashar al-Assad sprechen, was ein eher ungewöhnlicher Schritt ist. Um Menschen schnell aufzunehmen und zu verteilen, aber auch um sie schneller zurückschicken zu können, sollen in Italien und Griechenland sogenannte Hotspots eingerichtet werden. Dort sollen dann alle Menschen registriert werden. Und die Mittel für die europäische Grenzschutzagentur Frontex sollen auch aufgestockt werden. Das heißt, man setzt weiterhin auf eine Abschottung der EU. In Mekka sind bei einer Massenpanik über 100 Menschen ums Leben gekommen, über 300 sollen in dem Gedränge verletzt worden sein. Millionen von Gläubigen befinden sich zurzeit auf der Hadsch, also einer Wallfahrt nach Mekka, die jeder gläubige Muslim einmal im Leben gemacht haben muss. Das Ziel der Reise ist die Kaaba in Mekka, das ist das wichtigste Heiligtum des Islams. Die Massenpanik ist gerade erst passiert, wir halten euch auf Twitter da auf dem Laufenden, Link dazu in der Videobeschreibung. In Kolumbien kämpfen seit über 50 Jahren die Regierung und linke FARC-Rebellen gegeneinander. Bei dem Konflikt, in dem auch viele weitere militante Gruppen, zum Beispiel mächtige Drogenkartelle, verwickelt sind, sind bis jetzt schon über 200.000 Menschen gestorben. Jetzt wurde zwischen den beiden Parteien vereinbart, endgültig Frieden zu schließen. Ein Vertrag soll noch innerhalb des nächsten halben Jahres unterschrieben werden. Ganz kurz, worum geht's in dem Konflikt? Die marxistischen FARC-Rebellen bestanden am Anfang vor allem aus Bauern, die sich gegen Großgrundbesitzer aufgelehnt haben. Und sie wollen die soziale Ungerechtigkeit und Ungleichheit im Land bekämpfen und auch die Macht der Armee. Mittlerweile sind sie eine große Guerilla-Bewegung geworden und setzen auch brutale Gewalt. Dazu gehören Entführungen, Anschläge und Morde auch von Zivilisten. Sowohl die Rebellen als auch die Staatsmacht haben immer wieder Menschenrechte verletzt und Massaker verübt. Jetzt gibt es endlich Hoffnung, dass diese bürgerkriegsähnlichen Zustände beendet werden können. Der kolumbianische Präsident Manuel Santos und der Anführer der Rebellen Rodrigo Londono haben sich auf Kuba demonstrativ die Hände gereicht. Es wurde jetzt beschlossen, dass die FARC-Rebellen ihre Waffen Stück für Stück abgeben sollen. Außerdem sollen nicht nur sie, sondern auch andere Beteiligte eine Amnestie auf Verbrechen bekommen, wovon allerdings besonders schwere Taten ausgenommen sind. Unter anderem Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Geiselnahmen, Folter und Hinrichtungen. Das Ganze soll jetzt von Sondergerichten juristisch aufgearbeitet werden. International wird diese Einigung sehr begrüßt. Der Generalanwalt vom Europäischen Gerichtshof hat eine Entscheidung verkündet, die weitreichende Folgen für amerikanische Internetkonzerne wie zum Beispiel Facebook oder Google haben könnte. Ein Datenschützer hatte gegen Facebook geklagt. Es ist ja so, dass der amerikanische Konzern die Daten von uns Europäern auf amerikanischen Servern gespeichert hat. Und dort kann dann der amerikanische Geheimdienst NSA darauf zugreifen. Das war durch die Snowden-Enthüllungen rund um das PRISM-Programm bekannt geworden. Dieser Datentransfer ist zulässig durch das sogenannte Safe Harbor-Abkommen zwischen der EU und den USA. Das besagt, dass unsere Daten zwischen den Kontinenten ausgetauscht werden dürfen, weil der Datenschutz in Amerika gesichert sei. Aber genau das zweifelt der EuGH jetzt an. Die massenhafte Überwachung der NSA passe nicht zusammen mit dem Schutz der Privatsphäre von europäischen Bürgern. Das ist allerdings kein rechtliches Urteil, sondern nur eine Einschätzung vom Generalanwalt. Das Gericht muss dem nicht folgen, tut das aber in der Regel. Wenn der EuGH wirklich so entscheiden würde, dann wäre diese Safe Harbor-Regelung ungültig. Das bedeutet, man müsste ein neues Datenschutzabkommen mit den USA verhandeln. Oder die Konzerne müssten in Server in der EU investieren, die dann auch europäischem Recht unterliegen. So oder so hätte das Ganze weitreichende Folgen für amerikanische Internetfirmen. Der EuGH hat auch schon das sogenannte Recht auf Vergessen durchgesetzt, also dass bei Google Sucheinträge gelöscht werden können. Was dahinter steckt, erfahrt ihr jetzt hier oder hier oben. Und hier haben wir noch mehr zu kolumbianischen Gangstern für euch. Wir brauchen mal wieder eure Fragen, auch für Feedback am Wochenende. Also schreibt uns gerne mal eure Meinung zu den heutigen Meldungen in die Kommentare und auch, was ihr sonst noch so von uns wissen wollt, sowohl zu aktuellen Themen als auch vielleicht persönlich. Das war der Flash, bis zum nächsten Mal. Ciao.